So, meine lieben Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Alchemilskin, Ratterpilzkin mit mir, Lunetschki, Jawolskin. Im letzten Part haben wir ja ein bisschen lange gekniffelt und geknobelt und gesucht und alter Schwede, ich kam überhaupt nicht zurecht. Hab aber ein paar nette Hinweise von euch bekommen. Vielen Dank, ich werde mich jetzt auf jeden Fall genauer umsehen können. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt, kam ich jetzt von da? Wenn ich jetzt hier, war das der Raum, wo wir vorher... Ich glaube, ich muss da weiter. Genau. Das Rätsel mit den Uhren und alles, das haben wir jetzt gelöst. Aber das Rätsel mit dem in dich gehen und deine Sünden und du musst dahin gehen, wo deine Sünden gedingst werden. Und meine Fresse, ist das ein krasses Rätsel. Ich sag's euch. Wo muss ich jetzt hin? Ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, war es hier? Nee. Eins runter wahrscheinlich. Ich wäre wirklich sehr schwer drauf gekommen, aber man muss wirklich sehr, sehr viel in die Texte mittlerweile reininterpretieren. Hätte ich nicht gedacht, du. Das kann halt, das muss halt nicht, nicht? Jo, 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 der Dorf ist Stuck. War das hier? War das da? Deine Mutter? Nein, irgendwo war doch der Scheiß. Hier war er nicht. Da war auch nirgendwo was. Das war nur dieser Raum, wo wir herkamen. Also muss ich auch nochmal zurück. Manometer, ey. Geh ich nach oben. Sorry, Leute, wieder eine Minute Zeit verschwendet. Andere sind in 6 Parts, so weit wie ich in 12. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Meine Güte, ich bin echt schlecht. man glaubt es kaum, aber... Lune ist ein schlechter Rätsler. Aber wir denke ich mal, schaffen das trotzdem. Und ich denke mal, ich kann euch trotzdem auf die eine Art, die eine oder andere Art und Weise vielleicht ein bisschen unterhalten. Vor anderem mit Geschwindigkeit und Smartheit. Smartheit, vor allem Smartness. Intelligenzpunkten, denke ich mal. Kann ich wenigstens durch meine Eierhäsigkeit irgendwas rausholen. Genau, hier waren wir doch irgendwo. Hier war doch irgendwo so ein Raum, der scheiße war. Okay, von hier kamen wir. Das war nicht der Raum, der scheiße war. War das hier einer der Räume, der scheiße war? Genau. Hier war doch das Loch, wo unsere Sünden und so weiter und so fort. Hätten wir das mal vorher gewusst. Da können wir nämlich reinhüppen. Und dann sollten wir weiterkommen. Und das sieht ganz danach aus. Und das finde ich gut. Ja, wäre ich nicht drauf gekommen? Is it really my fault? No. That's impossible. Okay, wir sind jetzt... Hä? Sind wir jetzt woanders? Ich speichere erstmal. Ich weiß zwar, dass es jetzt nicht weit war, aber nichtsdestotrotz, falls sich das Spiel aufhängt, muss ich wenigstens nicht alles nochmal von vorne machen. Ich kann hier raus. Ach, na schau mal, Kiki, jetzt sind wir dahinter. Ich möchte aber nochmal nach zurückgehen. Mal gucken, wo diese Tür hinführt. Das würde mich jetzt nämlich mal brennend interessieren. Hä? Das ist der Gang. Hier war doch die Tür, wo... Genau. Okay. Im Prinzip, eine der Türen, die vorher nicht aufging, geht jetzt auf. Ist mir aber auch egal gerade. Ich gehe jetzt erstmal raus. Wolltest nur wissen, war schön, sie kennengelernt zu haben. Ich dachte immer, da steht einer. Sieht immer aus von Weitem wie so ein Mädchen mit langen Haaren, aber es ist nur so ein scheiß Gitterding. So, jetzt können wir hier vielleicht endlich mal... gehen heimwärts marschieren. Alter Schwede, hier ist ja alles löchrig wie ein Arsch, ey. Okay, ich denke, hier geht's durch. Nicht? Ah, okay. Ich wollte schon sagen, ey. Mein Mann, veräppeln Sie mich mal lieber nicht. Wir kommen wieder in die Lichtwelt zurück. Wunderbar. Die finde ich doch etwas angenehmer als die Rostwelt. Das muss ich gestehen. Aber das gehört ja nun mal dazu. Meine Nase ist ein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob ich eine Erkältung kriege. Hab bei den letzten Videos auch schon gemerkt. Und ja, manch einen stört es, dass ich vielleicht zwischendurch mal ein bisschen schniefe. Manch einem ist nicht aufgefallen. Wenn jetzt in Zukunft, wie gesagt, ich entschuldige mich dafür. Ich kann nichts dafür. Ganz Jahresallergie plus wahrscheinlich Erkältung ist nicht so geil. Aber das ist um die Jahreszeit ja auch völlig normal. Dass man ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Husten hat. Husten lustigerweise dieses Jahr recht wenig. Okay, jetzt sind wir hier. Wir können schon wieder speichern. Phoenix Schnöfte. Mach ich doch mal direkt. I will never get used to this feeling. Und dann können wir vielleicht doch endlich mal nach draußen gehen. Da sieht's hell aus. Und ja, wir können raus. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Da die Taschenlampe eh unendlich ist, lasse ich es einfach mal an. Wo können wir jetzt lang? Die Straße ist gewaltig. Ich gehe mal zuerst rechts rum. Das sieht alles zu aus. Okay.
Okay, hier sieht alles wirklich sehr zu aus. Da ist eine große Tür. Ich gehe von aus, dass wir da durch können, oder? Vielleicht hier rein? Green Lion. Nee, okay, da geht's nicht rein. Dann gucke ich nochmal schnell vorher in die andere Richtung, Leute. Ja, ich weiß, es ist vielleicht sehr kontraproduktiv, weil da vielleicht nichts ist, aber ich sage immer, ich check lieber alle möglichen gegebenen Situationen ab, bevor ich... Public Parking. Hier waren wir doch schon. Die Straße kommt mir doch sehr stark bekannt vor. Ich gehe von aus, dass dann hier auch nichts ist. Nee, das ist die Tür, von der wir gekommen sind. Die ist zu. Komplett zu. Also doch, geradeaus weiter. Wir sind also schon mal hier gewesen, das ist klar. Wir waren jetzt in dem Laden und sind dann in das Kaufhaus rein und... Ja, im Prinzip haben wir nichts Neues gewonnen, außer die Erkenntnis, dass dieser Ort uns verflucht hat, beziehungsweise wir in diesem Ort gelandet sind wegen unserer Sünden. Im Prinzip ist ja Silent Hill das Tor zur Hölle. Nennt man ja nicht umsonst so. Diese Tür war vorher noch nicht da. Gehen wir also rein. Okay. Ist hier vielleicht was? Ist nur aufgemalt! Haha! Eine bemalte Tür, wie schön! Okay. Da sind wir auch schon gewesen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ist alles zu? Hier vielleicht rein? Ich meine, es ist auch nur aufgemalt, aber... Unheimlich, unheimlich, sage ich euch. Hier waren wir doch überall schon. Wir gehen jetzt wieder zurück, oder was? I forgot something. Something important. Sind wir nicht von hier gekommen? Von hier raus? Freundchen! Was machst du da? Hör mal auf, willst du gammeln? Stell lieber auf und helf mir, Mensch! Oh, mon chéri! Wer bist du denn? Die kenne ich doch vorher. Das ist auch so unsere Schauspielerin. Wie hieß sie nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ihr kennt sie sicherlich. MC Fischlippe. So heißt sie. Jetzt kommt mir die Gegend wieder nicht bekannt vor. Aber gerade eben den Gang auf jeden Fall, den wir zurück... Momentchen, Fräulein. Das ist doch der Garten, in dem wir doch angefangen hatten. Das ist doch das Haus. Ladedaten. Wir sind jetzt zurück zu unserem Haus? Wo wir angefangen haben, das Spiel? Was will mir das Spiel jetzt damit sagen? Dass alles beginnt, so wie es endet? Dass alles endet, wie es beginnt? Note grad out of date. Ja, ja, schön. Wahrscheinlich habe ich gerade wieder Desktop-Action oder sowas. Habe ich beim letzten Part total übersehen. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Alles ist schön. Mehr oder weniger. Na, was wollen wir hier? Die Door hat Stuck. Im Keller vielleicht. Lock is broken. I can't open this door. Die Frage, wie schon einer gesagt hat, woran erkennt er das, dass nur kaputt ist oder ob es verschlossen ist? Irgendwie kapiere ich es gerade nicht. Ich kapiere es gerade echt nicht. Wir sind jetzt wieder zu Hause, weil unsere Sünde hat hier begonnen. Ich weiß noch nicht, was mir das Spiel damit sagen will, aber es wird sicherlich irgendwo einen logischen Zusammenhang haben. Er hat irgendwas Wichtiges vergessen. Nur was kann so wichtig sein? I missed something important. Ja. Die Kamera. Bilder ist, hier ist aber auch nichts. Ich drück schon die ganze Zeit E. Wie ein Bekloppter beim Laufen. Im letzten Zimmer. Da ist natürlich klar, da ist irgendwas. Bilder von irgendwelchen Leuten. Die Beatles, wie sie über die Straße schlawenzeln. Pennen gehen! Das hat er vergessen! Was? Ach du Kacke. My God. What the hell happened here? Da schon wieder MC. What? Alles ein bisschen schmuddelig, wa? Das ist doch nicht mehr so schön, wie ich es gerade eben in Erinnerung hatte. Alter Schwede, alle ein bisschen runtergekommen auf einmal. Er hat im Garten jemanden verbuddelt. Er hat wohl jemanden getötet. Seine Familie hat erst bloß verdrängt. Wollte er es vielleicht nicht wahrhaben, dass er seine eigene Familie hat umgebracht. Fragen über Fragen. Und ist deswegen im psychischen Jenseits gelandet. Silencios Hillos.
Okay, wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich raus in den Garten und uns die Gräber angucken. Aber hier ist nichts. Hä? Er hatte jetzt die Erinnerung. Habe ich jetzt irgendwas im Haus übersehen? Bin ich vielleicht ein bisschen dusselig? Irgendwo muss doch jetzt hier was sein. Die Tür ist verschlossen. Da geht's nicht rein, da geht's auch nicht rein. Hier geht's nach hinten in die Garage. Habe ich in der Garage vielleicht irgendwas übersehen? Die Schaufel. Er pickt up a shovel. Aha. Ich wusste doch, dass ich irgendwas übersehen habe. Mir war schon so, als wenn es eine Schaufel ist, dass er jetzt da rumbuddeln muss, die Leichen findet und sich ärgert. Nein, was habe ich getan? Ich bin so böse. Okay. Ich bin gespannt. Ja. Die Leichen. But they died in the accident. Why are they here? What's going on? Es war ein Unfall, meinte er. Aber wenn es ein Unfall war, warum gibt es da nicht an, sondern verbuddelt sie, als wäre nichts gewesen? Das ist jetzt die Frage. Langsam muss man mal ein bisschen metaphorisch bleiben. Das ist halt wie in den Filmen, beziehungsweise in den Spielen eher. Der Film hat ja relativ wenig eigentlich mit dem eigentlichen Inhalt der Spiele zu tun. Sünder und sowas und Sünden, weil die Mutter selbst war ja keine Sünderin, sondern eigentlich das Dorf. It's Goffman's fault. I'm going to find him and I'm going to kill him. Es ist die Schuld des Arztes, meint er. Okay. Im Endeffekt ist er vielleicht selber der Arzt? Schizophren? Oh Gott. Die Mucke, ey. Scheiße. Hab ich in den Spielen schon gehasst, wie Pest. Diese Puppen! Widerlich! Ich sag's euch, ey. Es riecht eklig. Höre auf mit der Musik! Alter Schwede, ist das abgefuckt. Ist das abgefuckt? Oh nein, ich bleib erstmal im Haus und guck mich lieber nochmal da ein bisschen um, nicht? Man muss ja nicht sein, ich will ein bisschen glücklich. Du warst stark. Okay, wir müssen raus. Schön! Ja, das freut mich! Lalalala. Mir ist gruselig. Mir ist eklig. Ich will hier nicht sein. Groß und weitläufig und scheiße ist das Spiel. Da kommt man so nicht rein, da würde man runterfallen. Alter, ich habe das Gefühl, dass mich irgendwas verfolgt wegen dieser Mucke. Wenn ich einmal an Silent Hill denken muss, wenn die Mucke kommt, dann kommen diese Viecher. Von überall her. Boah, ey, die Spiele sind so richtig abfuck, Mann. Dann lass dieses Grunzen dazu. Ehrlich, ich finde das geil, wa? Darauf stehe ich richtig. Ja. Lasst mich in Ruhe! Nicht da rein. Nein. Natürlich nicht! Ist hier vielleicht irgendwas? Da geht's nur ganz tief runter. Da geht's auch ganz tief runter. Aufpassen. Nicht runterfallen, junger Mann! Halten Sie sich am Geländer fest! Sonst gibt es einen Sturz! Wo zur Hölle soll ich jetzt hin? Diese weitläufigen. Police! Police! Ja! Ein blutiger Handabdruck. Finde ich nicht so geil. Finde ich gar nicht geil. Nee. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht mein Fall. Oder brennt's ja? Moin! Nee, dann geh ich erstmal hier gucken. Die Tür geht bestimmt nicht auf. Ha! Die Tür hat Stuck! Das ist prima. Hat die Tür auch Stuck? Luck is broken. Ja. Also. Oje, oje, oje. Auf so einem Fleischweg auch noch. Lecker saftig. Ah! Oh mein Gott, es kommt näher! Alter, oh Gott, es ist voll schnell, ich muss nicht mal... Tot. Falscher Weg. Schön.
Sowas mag ich doch. Wenn man in so einem Labyrinth ist und verfolgt wird von Feuer. Mensch, das macht Spaß! Nicht. Passt auch gar nicht so zum Spiel rein, finde ich. Okay, rennen wir. Rennen wir. Das nächste Mal rechts lang. Rechts! Immer den Bildern folgen, oder was? Nein, halt! Nicht stecken bleiben! Du Penisgesicht! Renn einfach, Alter! Okay, immer den Bildern nach, oder was? Ich mach das jetzt einfach. Wuhu! Okay, hier geht's nicht weiter. Ist schon richtig so. Ist schon recht. Schon recht. Alter, was? Da hinten ist ein Bild. Ich folge einfach euch. Ihr seid mein Guide. Ich habe ja sonst nichts. Hilfe! Ich will kein Feuer. Oh Mann, Meter. Ich mag sowas nicht in Spielen, wenn man so wegrennen muss vor irgendwas. Auch wenn's nicht ein Schniegel. Oh, fuck. Das war schnell. Okay, ich hab's geschafft. Ich bin durch. Ja, Ladedaten. Oh, Gott sei Dank. Meine Güte. Ich mag das nicht. Das könnt ihr doch nachvollziehen, oder? Mögt ihr sowas etwa? Nein, was? Wir sind schon wieder im Krankenhaus. Ich will nicht ins Krankenhaus. Pennerwurst, jetzt bin ich hier schon wieder gut. Ich sag aber mal, ich speichere jetzt. Ich habe keine Ahnung, was uns das Spiel jetzt sagen möchte. Wir sehen uns beim nächsten Part. Auf dann nochmal drauf. Wiedersehen, Tschüssikowski, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Normierung freuen. Einen kritischen, aber netten Kommentar. Man kann ja kritisch sein und trotzdem ohne Beleidigung auskommen, ne? Ist jetzt kein Hate oder so, aber du bist voll der Hurensohn. Ist nur ernst gemeinte Kritik. Funktioniert. Egal. Wir sehen uns auf dann nochmal. Wiedersehen, Tschüssikowski, bla 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 bla.